Servus, Savade Knapp und all Gute, der Stefan hier. Das ist schon fast eine Sondersendung über die Veranstaltungen Ende November 2023. Los geht's morgen schon am 23. November. Was da los ist und wo es passiert, erzähle ich euch gleich. Also seid gespannt, es geht los. Ja, ich habe mir gerade mal den Veranstaltungsplan angeschaut für die nächsten 5 Tage. Das ist ja unheimlich schwer zu entscheiden, wo man hingeht und was man macht. Als Tourist ist man da schon fast überfüttert an Attraktivitäten. Los geht's morgen schon im Central Marina vom 23. November. Und jetzt haltet euch fest bis zum... Also man hat noch genügend Zeit, sich das in Ruhe anzuschauen. Das Ganze nennt sich Marina Countdown 2024. Bei der Veranstaltung treten verschiedene Künstler auf, darunter Clear, No One Else und Lomosonic, wobei jeden Tag andere Künstler auftreten. Man kann also durchaus öfters hingehen. Das Ganze ist gekoppelt mit einem Essens- und Getränkefestival. Wie es aussieht, weiß ich noch nicht. Das geht ja erst morgen los. Ich werde es aber mit Sicherheit besuchen und euch darüber berichten. Der Höhepunkt ist dann natürlich am 31. Dezember Silvester. Und dann geht es weiter. Am Freitag und am Samstag und dann auch auf verschiedenen Plätzen. Fangen wir an mit dem Terminal 21. Der hat am 24., 25. November eine Flugshow, eine Drohnenflugshow. Da fliegen 300 Drohnen durch die Luft und sind illuminiert und machen verschiedene Bilder. Das Ganze unter dem Thema 5 Jahre Terminal 21 am 24. und 25. November von 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Und das Traurige an der Sache, das beißt sich mit dem Fireworks. Das geht aber noch weiter mit dem Drohnenfestival. Nennen wir es mal Drohnenfestival. Leukraton am 27. und 28. November von 20 Uhr bis 20.40 Uhr. Also während des Feuerwerks oder wahrscheinlich während der Feuerwerkspause ist diese Flugshow. Nur ihr habt nicht die Möglichkeit, vom Feuerwerk wegzugehen zum Terminal 21 und wieder zurückzukommen. Erzähle ich gleich was drüber, wenn es zum Feuerwerk geht. Wie gesagt, Flugshow dann am 27. und 28. November. Empfehle ich euch den 28. November, weil da ist Leukarton vorbei. Von 20 Uhr bis 20.40 Uhr Flugdrohnen-Show am Terminal 21. Und dann haben wir das Pattaya Fireworks Festival 2023. Die Feierlichkeiten beginnen jeden Tag um 17.30 Uhr. Feierlichkeiten heißt, da wird wahrscheinlich der Zugang zum Strand geöffnet. Wie genau das organisiert wird, weiß ich auch noch nicht. Ich kenne es nur vom letzten Jahr. An der Beach Road am Fußweg sind jede Menge Essensstände. Die Beach Road wird gesperrt für den Verkehr. Gegen 19 Uhr geht's los mit dem Feuerwerk. Und zwar am Freitag, ich blende das auch mal ein, 18 Uhr Live-Musikauftritt, 19 Uhr Eröffnungsfeier des Festivals. Und denkt immer dran, wenn sich das um eine halbe Stunde verspätet in Thailand, ist das normal. Dann geht's los, 19.30 Uhr Feuerwerk Nummer 1 aus Malaysia, 19.50 Uhr Feuerwerk Nummer 2 aus Singapur, um 20 Uhr ein Konzert von den Paperplanes, 21 Uhr Feuerwerk aus Serbien, 21 Uhr Feuerwerk aus China und um 21.40 Uhr Feuerwerk von den Philippinen. Danach um 22 Uhr noch ein Konzert von Palmy. Um 23 Uhr legt dann der DJ EDM Platten auf. Ich weiß es aus der Vergangenheit, die Beach Road war mit Menschenmassen versperrt. Ich bin fast erdrückt worden.
Ich überlege mir, ob ich da überhaupt hingehe oder ob ich mir das eventuell von einer anderen Position aus schaue. Wenn ihr dorthin geht, wollt, seid rechtzeitig am Strand, dass ihr noch einen Liegeplatz habt. Und wenn ihr dann zurückgeht, zumindest wenn ihr an dem Teil seid zwischen North Pattaya Road und Pattaya Klang, geht am Wasser entlang zurück. Da ist weniger Publikumsverkehr und biegt dann ab der Pattaya Klang ein Richtung Beach Road. Auch die Verkehrsführung ist zu diesen Zeiten geändert. Ich blende das mal ein, weil ich es nicht im Kopf habe. Also Beach Road ist gesperrt. Die Second Road ist dann teilweise zweispurig, also in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Und die Central Pattaya Road ist dann irgendwann mal Einbahnstraße Richtung Osten zur Sukhumvit. Am Samstag geht es dann weiter, auch wieder 18 Uhr. Super Tea und Easy Music Band. Dann geht's los mit dem Feuerwerk. 19:30 aus China, 19:50 aus Singapur. Um 20 Uhr spielt Mark Tatkapol. Um 21 Uhr das Feuerwerk aus Serbien. Um 21:20 das Feuerwerk von den Philippinen. Und um 21:40 das Feuerwerk aus Malaysia. Also jeweils rund 20 Minuten Feuerwerk. Vielleicht auch nur 15 Minuten, dass man mal Luft hat, so ein bisschen durchzuatmen. Um 22 Uhr Konzert von Anatomy Rabbit. Und um 23 Uhr legt der DJ auf. Dann findet gleichzeitig statt am Samstag, dem 25.11. Pattaya United im Nong Phu Stadion um 18:30 Uhr. Also wer Fußball sehen will und Feuerwerk, dann Freitag Feuerwerk und Samstag Fußball. Sonntag kann man dann ein bisschen durchatmen. Ich wollte eigentlich Sonntag nach Ayutthaya. Hat meine Freundin gesagt, lass es lieber, da ist Bangkok unterwegs. Die Stadt wird wahrscheinlich gerammelte voll sein und dichter Verkehr. Ich gucke mir das Feuerwerk, Loy Krathong auf jeden Fall in Pattaya an. Und Pattaya hatte auch einiges zu bieten. Und da gebe ich euch auch mal die Termine und Veranstaltungsorte. Das findet nämlich nicht nur hier am Strand statt. Das Ganze ist am Lampo, das ist der, da wo der Fischmarkt ist, ist Thai Retro Dance. Das wird wohl der große Platz sein, den ich euch neulich in einem Video vorgestellt habe. Das Ganze ist am Chom Tien Beach und ich gehe auch davon aus, dass das an der Soi 12 ist, weil da habe ich gestern Abend schon Aufbauten gesehen. Da spielt die Pattaya City School Performance. Und auf Koh Lan ist die Thai Cultural Show and Music Band. Also auch auf Koh Lan gibt es Aktivitäten. Und die meisten Aktivitäten gibt es natürlich am Pattaya Beach. Und da muss man dann am Wochenende mal schauen, sprich am Sonntag, was da wo aufgebaut wird. Traditional Krathong Competition, Junior Nopamas Contest und Paradox. Ich weiß nicht, was es ist. Paradox gehe ich davon aus, das ist eine Musikband. Und ansonsten, es ist viel Volk unterwegs und für die, die ihren Urlaub jetzt in diesem Zeitraum geplant haben, Loy Krathong sollte man sich nicht entgehen lassen. Fireworks, einen Tag, seid rechtzeitig da. Am Dienstag dann geht zum Terminal 21, guckt euch die Drohnenshow an und wenn ihr Lust und Zeit habt, geht morgen am 23. in Central Marina und ansonsten spart euch das auf für die nächsten Tage, weil wie gesagt, dort ist jeden Tag Veranstaltung. Und das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tut Gutes, habt Spaß vor allen Dingen auf den Veranstaltungen und genießt euer Leben. Tschüss, euer Stefan.